Hallo, ich bin der Sebastian. Ich habe mich für einen Schnuppertag bei Phil entschieden, weil ich Interesse an einem technischen Beruf habe. Und bei dem BO-Tag mit der Schule hat mich die Firma Phil einfach voll begeistert und ich habe mich sofort zum Schnuppern beworben. Ich erzähle euch heute, wie der Schnuppertag beim Phil ausschaut. Um 8 Uhr wird man beim Empfang abgeholt und startet Richtung neuen Bürotrakt an der Kantine vorbei in die Lehrwerkstatt, wo die Karriere bei Phil startet. In der Werkzeugausgabe kriegt man dann seine Sicherheitsschuhe und es geht mit dem Firmenrundgang weiter, wo man jeden einzelnen Bereich schaumig sägt. Los geht's in der Halle 1, der Lackiererei und Schwarzerei. Dann geht's weiter in die Hallen 2 und 3, der Zerspannung. Und in den Hallen 4 bis 9, den Produktionshallen. Danach geht's ab in die jeweilige Abteilung, wo man schnuppert. Bei mir war das der Maschinenbautechniker. Und dort wird einem sofort gezeigt, was man als Maschinenbautechniker beim Phil so macht. Um 12 Uhr gibt es dann in der Kantine ein kostenloses Mittagessen, wo man gemeinsam mit einem Lehrling hingeht. Nach der Mittagspause geht es dann in der Produktion wieder weiter, wo einem der jeweilige Beruf nochmal bestmöglich näher gebracht wird. Dadurch kann man sich einfach super gut vorstellen, was einem beim Phil in der Lehre erwartet. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie alle gut verstehen, freundlich sind und sie gegenseitig unterstützen und dass man beim Schnuppern einen großartigen Einblick kriegt, was ein Maschinenbautechniker bei Phil so macht. Also, wer einen super Einblick in das Arbeitsleben von Phil und seine 10 verschiedenen Lehrberufe haben will, sollte sich am besten sofort zum Schnuppern bewerben.